Gänsehaut-Feeling im Ernst-Happel-Stadion. Das sind sie also, die neuen Rapid-Dressen in Anlehnung an das letzte Meisterjahr 95-96, damals als Rapid ja auch das Europacup-Finale der Pokalsieger erreicht hatte. 0:1 verloren gegen Paris Saint-Germain. Damals gab es quergestreifte Dressen und auch in den kommenden zwei Jahren wird Rapid also in diesen quergestreiften grün-weißen Trikot spielen. Josef Hickersberger, nach 9 Jahren wieder der Meistermacher bei Rapid. Unterbrochen durch den Schlusspfiff von Schiedsrichter Fritz Stuchlik. Die Austria gewinnt das 272. große Wiener Fußball-Derby gegen Rapid mit 1:0 durch das Tor von Sigurd Ruschfeld aus der 36. Minute. Die ersten Rapid-Fans stürmen bereits auf das Spielfeld, springen über die Barriere des Happel-Stadions. Und die ersten Stimmen zum Spiel gibt es jetzt, eingeholt von Jörg Kühne und Matthias Volkmann. Jetzt kommt der Kapitän an Bord, Steffen Hofmann. Und den, meine Damen und Herren, wir bringen jetzt der Präsident der Bundesliga, Frank Schnurrer, und die Pfiffe, die gelten nicht dem Rapid-Kapitän, die gelten natürlich Frank Schnurrer, das war zu befürchten. Der Austria-Mäzen, natürlich alles andere als beliebt bei den Rapid-Fans. Georg Pangl hat die Schale bereits in Händen. Frank Stronach quittiert die Pfiffe also mit einem Lächeln. Jetzt kommt der Kapitän und der wird jetzt gleich den Meisterteiler in Empfang nehmen. Steffen Hofmann. Der Kapitän, und das ist der große Augenblick. Rapid ist österreichischer Fußballmeister 2005. Österreichischer Fußballmeister. Yeah.
natürlich nicht Favorit auf diesen Titel. Im Vorjahr hatte der GAK das Double geholt. Natürlich war auch heuer die Austria der große Favorit auf den Titel, die im UEFA Cup so große Erfolge gefeiert hat.
Jahre.